Genau dafür habe ich die Granaten aufgespart. Ich wusste, dass das kommt. Das habe ich letztes Mal nämlich nicht gemacht. Oh. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Mia heilen, Zoe heilen. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Erstmal zu Hause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Oh Mann. Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Ethan? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Zum Teufel! Was ist das? Was ist das? Ja, ich glaube, da möchte uns jemand nicht gehen lassen. Mami, hier lang. Schön, dass wir jetzt, Ethan? Ethan! 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 Hier gibt's nichts zu suchen. Thank you.
würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Waffe hätten. Kennen wir jetzt Flashbacks? Was war ja, das? Natürlich. Ja, das nennt man Flashbacks. Mia, du erinnerst dich einfach wieder. Eine Schublade wieder gefüllt mit nichts. Das, wow, das lohnt. Ich frag mich, wann die Game Designer das eigentlich mal kapieren. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Wer hat sie alle umgebracht? Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Ach so. Eine antike Münze. Ich kann es kaum für möglich halten. Weiß man nicht, was uns der Scheiß jetzt hier bringen soll, aber. Hey. Ich ahne, was hier kommt. Ja, ich ahne, was hier kommt. Oh. Crewliste. Captain Ed Charlie. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finiti. Zweiter Offizier Clarky Walsh. Mechaniker Dwayne Calmes. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Arzt Gerard Weddle. Er muss sich vor etwas versteckt haben. Ja, so sieht er aus. So sieht der Kollege auch aus. Und was ist... she's not my child. Sie ist nicht mein Kind. She's not my child. Ja. Ja, tut mir leid. Jetzt kriegen wir, glaube ich, ein bisschen Story-Background. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. She is inside me. She is inside everyone. Okay, gut. Hier kommt bei einem Kollegen kommen. Ich wollte noch Waffen suchen. Kann man bloß so inkompetent sein. Oh. Die Couch. Tja, hier erholt man sich definitiv nicht mehr. Und das kann man doch lesen! Lies es doch! LNG-Tanker Annabelle. Gebaut 1987. Tragfähigkeit. Länge, okay, gut. Alles klar, dann holen wir uns. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Kinder, ne?
Puppen und Kinder. Das Gruseligste, was man in Horrorspielen haben kann. Das haben wir ja schon bei Dark Occult ja schon gehabt. Oder thematisiert. Mach da keine Späße, Evelyn. Okay, Evelyn, wir uns zum Narren halten. Ist okay. Gut, und wir sind in irgendeiner stinkenden Kloake einfach drin. Das ist, oh, es ist einfach ekelhaft. Ich frag mich, wie 8 werden wird. Also wie will ich Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt. Bitte. Ach so, dann hat sich das auf einmal so verändert. Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich echt von Vorteil. Jetzt erwarte doch, wir brauchen Waffen. Wir brauchen Waffen! Wehe, die kommen da jetzt rein. Oh. Gott sei Dank. Oh, bitte, danke. Oh Gott. Ja, okay, das hilft uns jetzt nicht weiter. Ich hoffe, wir... Da könnte man Patronen reinlegen, aber nein. Man kann diese Schublade öffnen und da ist einfach wieder mal ein großes Nichts. Klasse. Richtig klasse. Oh, das macht mich richtig sauer. Wofür kann man denn die Scheißschublade überhaupt öffnen? So, wir können speichern. Ja, gut, ne? Da müssen wir jetzt aber treffen, ne? Dann speichern wir mal, ne? Dann machen wir mal ein schönes Speicherli. Das haben wir jetzt ja gerade sowieso gemeistert hier. Würde ich sagen, das Serum herstellen. Machen wir mal hier. Speichern wir da mal. Das haben wir jetzt ja mit dem Vater, haben wir das ja jetzt ja geschafft. Ne, würde ich sagen. Fick dich, mein Lieber. So, jetzt wäre aber Muni mal eine richtig schöne Sache. Ah, du findest hier nie Muni. Und sag jetzt nicht. Ja, wir können noch mal neu laden. Wir können noch mal laden, ey. Ja, wir können neu starten. Das war jetzt nicht so, wie ich das beabsichtigt hatte. Toll. Wow.
Ja. Braucht man nicht drüber zu reden. Alles klar. Okay. Das macht's jetzt auch nicht besser. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und ich hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kaue ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finiti. Ja. Alles klar. Trotzdem wäre vielleicht, ja komm, wir nehmen das Psychotronikum mit. Vielleicht wäre es doch mal nützlich gewesen. Nimm doch das Scheißding, ey! Also, ich bin ehrlich. Allmählich macht mich das echt aggressiv. Wir brauchen Muni. Wir haben nur 2 Patronen in unserer Knarre. Und man füllt einfach eine Schublade mit nichts. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Tja, Jim. Ich hätte gerne Patronen. Und das haben wir doch nicht umsonst. Da können wir doch greifen. Offensichtlich nicht. Es gibt Sachen, die stehen hier in Resident Evil einfach nur so rum. Weil es witzig ist.
sag dazu nichts mehr. Oh, eine Markierung. Geil. Wieder nichts. Oh, das riecht mich auf. So zum Kotzen, weißt du? Nichts. Ach so, das ist die Knarre. Wieder mit der Schublade mit nichts. Weißt du? Ja, okay. Wir haben keine Muni. Ich könnte durchlaufen und noch gucken, was da noch sonst so ist, aber ich habe da echt Angst. Ich habe da echt gerade Muffensausen, da lang zu gehen. Von der anderen Seite verschlossen. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.